Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Call of Duty Black Ops 6. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir sind wieder hier in diesem Bildschirm, weil wir die Konsole einmal aus hatten und wir sind jetzt in einer neuen Aufnahmesession. Und deshalb sind wir jetzt hier. Wir müssen hier wieder auf weitermachen oder auf fortsetzen. Das werden wir tun. Wir wollen nach Irak oder in den Irak. Da soll wohl die nächste Mission stattfinden und die nächste Mission sein. Deshalb wollen wir da natürlich unbedingt hin. Ich habe mega Bock auf das Spiel. Ja. Wegen Adler, kommst du klar? Ah, das hatten wir alle schon. Müssen wir nochmal machen. Wenn Adler sagt springen, erwartet er, dass alle springen. Aber keine Fragen gibt's bei mir nicht. Er weiß eindeutig mehr, als er uns sagt. Glaubst du nicht, dass wir Adler vertrauen können? Adler ist wie ein Waldbrand. Er brennt alles nieder, solange er sein Ziel erreicht. Aber da mache ich nicht mit. Wir bringen das Pantheon zur Strecke und kommen heil aus der Sache raus. Hoffen wir's. Wir haben viel riskiert, um ihn rauszuholen. Wem sagst du das? Woods riskiert seinen ganzen Ruf für diese Sache. Sein Ruf ist jedoch mehr als überzeugend. Ich hoffe, dass mein Joystick noch hält. Gerät man sich an alle möglichen Fadenkreuze. Aber das der CIA? Ich habe mein Leben unserem Land gewidmet. Ich glaube an sein Potenzial. Tue ich noch, trotz all dem. Glaubst du, wir können das gerade biegen? Nach Capital Station? Scheiße. Die Kavallerie wird uns nicht helfen. Wir sind allein. Könnte Livingstone hinter dem Pantheon stehen? Im letzten Jahr war die alte Garde in Langley sein Ziel. Vielleicht war er auch der Maulwurf hinter Panama. Entweder war es Adler oder jemand hat alles getan, um es so aussehen zu lassen. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Klingt gut. So, ich habe mein Joystick ist ja immer so alleine, hat er den hier gemacht. Also hier. Der ist ja mal irgendwie alleine darüber gegangen. Ich habe jetzt einen neuen. Ich hoffe, dass der funktioniert. Also es ist kein ganz neuer, es ist einer von meiner vorherigen Konsole. Mach dich vielleicht lieber bereit. Das mache ich. Aber ich weiß halt nicht, ob der, heile war oder nicht. Mach dich bereit. Jawohl, mit denen haben wir schon gesprochen, das hat er gespeichert. So, wir wollen mal kurz nach den Waffen hier gucken. Würde ich jetzt behaupten, Waffenbank. Extra Magazin, wollen wir das kaufen? Wir haben 1030, stabile Haltung. Reduziert den Waffenrückschuss um 20%, können wir uns auch leisten. Schnelle Hände, lädt deine Waffe 15% schneller nach. Auch gut. Schnellere Verwendung der Zielvorrichtung. Erhöht den Schaden gegen gepanzerte Feinde um 15%. Reduziert die Streuung beim Feuern aus der Hüfte um 25%. Erhöht die Brennweite des Zielfernrohrs um 30%. Reduziert das Zittern bei Verwendung eines Visiers um 10%. Erhöht die Durchschlagskraft um 15%. Unnachgiebiger Schütze. 25% schnelle Bewegung beim Verwenden schwerer Waffen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das Extra-Magazin auf jeden Fall mit. Ach, können wir sogar nochmal. Zwei zusätzliche Magazin. Das betrifft aber hier das Spiel, was wir machen, oder? Reduziert den Waffenrückstoß, würde ich sagen. Gucken wir mal bei Ausrüstung. Robust, erhöht die Zahl der Panzerplatten. Nehmen wir da noch eine mit. Adrenalin-Steam-Wirkung. 30% verlängert. Das lenkbare Wurfmesser verursacht 50% mehr Explosionsschaden. Vom Disruptor getroffene Feinde sind 50% länger betäubt. Ermöglicht das Tragen von je einer zusätzlich verbrauchbaren Ausrüstungsteil. Ja, nehmen wir das. So, Trainingsbereich. Vitalitätswoge erhöht deine Gesundheit insgesamt um 15%. So. Hätten wir vielleicht gleich hier gucken sollen. Aber egal. So haben wir wenigstens ein bisschen hier auch schon mal ausgegeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir ab in den Irak. Die Alte haben wir nicht gefunden. Wir wissen nicht, wo sie hingegangen ist. Also ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Arme Sevati. Das Nachtleben hier beschränkt sich auf Eulen und Schakale. So. Irak. Dahin. Nächste Mission. Wer zum Teufel will eine Waffenvorführung unter einem Palast in der Wüste? Saddam Hussein zum Beispiel. Wir werden uns als Delta Force Einheiten ausgeben und nachschauen, was Sache ist. Jo. Der gesuchte Palast liegt im Westirak. In der syrischen Wüste. Aber es gibt ein Problem.
Desert Storm. Koalitionsstreitkräfte haben die Operation gegen Saddam Hussein vor 2 Wochen gestartet. Sie schalten so viele strategische Ziele wie möglich aus der Luft aus. Der Palast steht noch, aber nicht mehr lange. Britische SAS-Truppen machen am Boden Jagd auf mobile Scud-Plattformen. Sie haben den Palast für eine Bombardierung markiert. Das darf nicht passieren. Pantheon versteckt irgendwas im Bunker unter dem Palast. Wird er zerstört, verlieren wir die Spur. Eine alte Bekannte beim MI6 schuldet mir einen Gefallen. Sie zwang den SAS, den Luftangriff zu verschieben, aber das hat seinen Preis. Wir geben uns als Delta Force Einheiten aus, damit diese Helen Park uns an die Front bringen kann. Dann helfen wir dem SAS, die Scuds zu beseitigen. Danach gehört der Palast uns. Klingt nach einem Plan. Der SAS will die Scuds zerstören und ihr wollt ihr den Palast. Ei. Wir glauben, die Iraker könnten sie jederzeit abfeuern. Mittel 2-1, zerstören Sie die Werfer. Wir flankieren die erste Stellung. Hey, Park, nimm deine Amis gefälligst an die große Leine. Da, die Scuds, sie startet schon. Noch ein Viertel Kilometer weiter. Kannst du Gas geben? Akzeptiert. Hab sie weggepustet. Erledigt sie. Da sind noch mehr. Ist das eine Explosionstonne? Nee, wa? Ich dachte, das andere war ein Snipey. Wir sind auf der anderen Seite der Schlucht. Nähern uns dem Ziel. Schneller! Schaltet sie aus. Ziel von oben. Hinter den Kisten. Gesichert. Oh, die gehören zu mir. Entschuldige. Er hat voll da unten auf dich geschossen, hab ich gesehen. Halte, um eine explosive Waffe auszurüsten und die Scud zu zerstören. Scheiß weg und entladet die Trucks. Bestätigt. Wir richten hier ein Lager ein. Deine Crew ist nicht schlecht, Park. Ha, mal sehen, was die sonst noch können. Ey, da war doch bestimmt noch was. Das wird jetzt unsere neue Operationsbasis. Hier, du hast die Ehre, die Taktikkarte zu tragen. Wow. Verwende die Taktikkarte, um Ziele zu verfolgen, per Schnellreise zu entdeckten Orten zu reisen und das Einsatzgebiet zu navigieren. Es ist ein recht großes Gebiet, sie wird dir nützlich sein. Wir müssen noch 3 Scud-Stellungen neutralisieren. Bleib wachsam da draußen, vielleicht findest du noch mehr interessante Sachen. Ja, hier ist was. Okay, geh mal hier, ne? Gladney hilft deinem Team in den Palast hinein, wenn ihr die Scuds zerstört. Helft ihm.
Mal sehen, ob er sein Wort hält. Rede selbst mit ihm, wenn du willst. Er bleibt hier und koordiniert die Logistik für den SAS. Wenn du bereit für den Einsatz bist, folgen wir dir. Ich bin der Boss. Brauchst du was? Wie brauche ich was? Wir wollen so schnell wie möglich den Palast angreifen. Haben wir Luftunterstützung vom SAS? Nicht. Zu viele beschissene Luftabwehrraketen. In der Nähe wurden gerade erst ein paar eurer Delta-Force-Freunde abgeschossen. Wir haben einen Kampfhubschrauber, aber der wird nicht abheben, bevor ihr die Raketenstellungen in diesem Gebiet ausschaltet. Okay. Gibt's noch mehr, was wir über den Feind wissen sollten? Die Iraker haben ein paar neue Lager. Vielleicht feuern sie die Raketen von dort über die Grenze. In diesen Lagern sind unbekannte Sondereinheiten stationiert. Wir wissen nicht, was euch erwartet. Was ist mit zusätzlichen Vorräten oder Ausrüstung? Auf euch gestellt. Das Kommando hat ein paar Vorräte abgeworfen, aber wir konnten sie noch nicht bergen. Wenn ihr sie findet, bedient euch. Okay. Gibt es Informationen über die Scud-Standorte? Sektor 1 übernimmt die Scuds in Sektor 7, 8 und 9. Der Rest gehört euch. Unsere Frontspäher sind da draußen und suchen nach den Stellungen. Falls ihr welche trefft, können sie euch vielleicht mehr verraten. Wir wollen so schnell wie möglich den Palast angreifen. Gibt es hier Delta Force Präsenz? Kommuniziert ihr Amis nicht? Natürlich. Aber niemand außer Park weiß von eurem kleinen Rudel. Ehrlich gesagt, ist mir scheißegal, worum es geht, solange wir hier draußen was bewegen. Wann wird Jekyll One zurückkehren? Hoffentlich machen sie mit ihren Zielen kurzen Prozess. Keine Sorge. Wenn es nach Plan läuft, sind sie rechtzeitig für den Angriff auf den Palast zurück. Das heißt, wenn ihr euren Teil des Deals erfüllt. Können Sie mein Gedächtnis etwas auffrischen? Worum geht es denn? Warum ist nochmal wichtig, die Raketenstellung zu zerstören? Wir können euer Team mit einem Kampfhubschrauber unterstützen. Aber der hebt erst ab, wenn die Raketenstellungen ausgeschaltet wurden. Oh, der muss total genervt sein. Warum ist nochmal wichtig? Gibt es noch etwas über die... Egal. So, was haben wir hier? So viel Interesse an diesem Palast. Wenn es nach mir ginge, hätten wir ihn längst in Stücke gesprengt. Der einzige Grund, dass er noch steht, ist Miss Park da drüben. Äußerst interessant. Wir schätzen es, dass Sie unserem Team aushelfen. Helft uns mit den verbliebenen Scuds und wir helfen euch zu bekommen, was immer ihr sucht. Ich wünsche viel Glück da draußen. Vielen Dank. So. Mehr als genug Waffen. Nimm dir, was du willst. Munition auffüllen. Ich fand meine Waffen eben eigentlich ganz gut. Das Zeug zerfetzt eine Scud-Raketenplattform. Wir brechen auf, sobald du ausgerüstet bist. Hey, wenn du noch irgendwas über die Mission erfahren willst, sprich mit Gladney da drüben. Alle bereit? Oh. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erstmal das mit, was wir haben. Was haben wir hier? Ein Goblin MK2. Ist das nicht eine AUG oder so? Erkunde und entdecke optionale Ziele. Von dir entdeckte Beute und neue Gebiete werden auf der Taktikanzeige. Jawoll. Wie war nochmal? Dahin. Dahin wollen wir. Wegpunkt setzen. Wir müssen ja einmal hier rumfahren. Ort gefunden, Schlucht. Ich höre Schüsse von rechts. Hinter den Dünen. Vorsicht! Hier spricht Lieutenant Colonel Bannon von der Delta Force. Wir bitten sofortige Unterstützung. Stehen beim Heli unter schwerem Beschuss. Wo steige ich denn aus? Abgestürzte Hubschrauber.
Ich sehe keine Feinde mehr. Das war der letzte. Ich rette gerne den Tag. Wir sollten nach Berlin sehen. Soldat, woher zum... Ach, ganz egal. Du musst einen Luftschlag rufen. Das Terminal ist im Heli. Los! Das Terminal ist im Heli. Im Vorderteil. Hier Diesel 2-1. Nähere mich eure Position. Halte durch, bis ich da bin. Luftschlag kommt. Halte durch, bis sie hier sind. Panzerwagen rollen an. Ach du Scheiße, mit was haben die geschossen? Raketenwerfer? Heftige Pisse. Hier Diesel 2-1, nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Wahrscheinlich sehr sinnfrei, ne? Was? Was? Hier Diesel 2-1, nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Diesel 2-1 ist 1 Kilometer entfernt. Diesel 2-1 in der Luft, suche Ziele. So, jetzt fliegen wir auf den anderen. Achtung, Beschuss in unmittelbarer Nähe. Diese 2-1 ist laut und deutlich, bereit für Überflug. Können wir wieder, ja, ne? Ziel erfasst. Diesel 2-1 in der Luft, suche Ziele. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich jetzt hinschießen soll. Ich trau mich nicht mehr. Bestätigt, diese 2-1 war zurück. Diese 2-1 zieht sich zurück. Dachte, wir wären gescheitert, bis ihr aufgetaucht seid. Danke. Von einer Delta-Einheit zur anderen. Behaltet das Headcom. Viel Erfolg. Ziel erfüllt. Ein Luftschlag. Nettes Abschiedsgeschenk. Wenn nachdem wir vielleicht für immer bei Delta... Da ist unser Auto. Da wollten wir eigentlich hin. Ja, cool gemacht, ne? Bisschen Open-World-mäßig. Achtet auf die Raketenstellungen. Wenn wir die ausschalten, haben wir die Lufthoheit. Hab Feinde im Visier. Sie haben uns nicht entdeckt. Kann ich hier nicht hoch?
Kann ich jetzt da nicht so eine Dings drauf schießen? So, Tarnbombe aktuell nicht verfügbar. Ist das nicht der Ort, wo wir hin wollten? Ich hab Sand im Hals. Aber wie soll ich da hochkommen? Warum kann ich denn diese Seile nicht benutzen? Sind Gladys Leute schon lange hier drauf? Lang genug. Wenn jemand Infos zu dem Stand hat, dann... So, ein bisschen gucken, ob hier jemand ist. Das wird uns helfen. Wir sollten mitnehmen, was wir finden. Wir müssen weiter. Das macht kurzen Prozess mit deiner Skat. So, okay. Den haben wir. Scheppern wir hier runter, oder? Oder nehmen wir den erstmal mit? Hinter der Erhöhung, seht ihr? Radarschüsseln, südlich von hier. So, gucken wir mal, was da drüben abgeht. Hoppala! Markiert eine Vorratslieferung. Könnte einen Blick wert sein. Feinde wollen unser Zeug stehlen. Feind gesichtet! Ja. Waren das alle? So, Schnellreise kann ich auch machen zum Auto. Zurück zum Truck. So, den haben wir, nehmen wir den mit. Die Iraker sind in der Nähe. Das waren alle. Ganz easy. Iraker in der Nähe. Da! Gladney, wir haben eine der Raketenstellungen gesichtet. Ausgezeichnet. Schaltet alle Luftabwehrraketen aus. Dann können wir Heli-Unterstützung leisten. Könnten alle gewesen sein.
Granate! Bewegung! Eine Darbo! Ja. Sind in Sicherheit. Okay. Gut. Explosive Waffen. Das war jetzt natürlich nicht meine Absicht. Vorsicht, Leute. Keine Zeit zu verschwenden. Das macht eine weniger. Wenn wir die anderen zwei zerstören, verlieren die Iraker die Lufthoheit in der Region. Wir halten die Augen offen. Gut. Nehmen wir den mit. Bei den richtigen Dingern geht es wahrscheinlich wieder komplett ab, ne? Also da, wo wir den richtigen großen kaputt machen müssen. Haben wir ja schon einen von weggemacht. Haltet die Augen auf. Wer weiß, wer sich da draußen versteckt. Mein Auto nimmt sogar Schaden. Iraker im Gebiet. Vorsicht, hab ein Feindlager in den Dünen entdeckt. Versuchen wir von oben anzugreifen. Vielleicht hat das ja ein paar mitgenommen. Irgendwo war doch noch einer mit so Panzerung, oder? Glaube, das ist es. Pantheon ist nicht zufällig. Ein Pantheon-Depot. Guter Fund, Case. Oh nein, die wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die behalten hier. Tag 1 der Oktoberstudie. Die Testperson, zwei Brüder, werden behandelt. Patient A per Injektion und Patient B per Inhalation. Ihre Pupillen sind geweitet, Vitalwerte stabil. Ergebnisse folgen. Pantheon hat mit Brüdern Experimente gemacht. Zwei Behandlungsmethoden. Aber Behandlung womit? Na, wer weiß, was wir hier noch so erreichen. Begegnen werden. Wenn die hier rum experimentieren. XM4. Suchen lohnt sich. Erstmal eine Platte gefunden.
Gut, dann machen wir Schnellreise zum Auto. Gladney, dann wird geschickt. Gehen hier rüber. Kriegt uns an die Arbeit, bevor er uns mit dem Palast hilft. Er ist schon eine Weile dabei. Seit Xanthef, deine geheimnisvolle Gruppierung scheint es tatsächlich zu geben, Adler. Vertraust du mir etwa nicht? Nicht weiter als du. Tu es überrascht. Das waren alle. Weiter. Wir müssen ein bisschen unsere Munition im Auge behalten. Oder zumindest mal wieder was finden. Ziele gesichtet. Oh, Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Mehr oranger Rauch bedeutet mehr Vorräte. Wie ein Hai waren, gleich hier hoch. Keine Gegner. In der Nähe ist ein verbündeter Speer. Hey Delta, ich habe Informationen. Bin im umzäunten Bereich auf der Erhöhung. Ist zu riskant. Okay. Zerstöre Skatwerfer. Neutralisiere Skatwerfer mit Hilfe von Sprengstoff oder Ausrüstung, die über das Einsatzgebiet verteilt ist. Gehe jede Skatstellung nach Belieben an. Entwickle dann eigene Strategie. Meine Strategie ist, schieß oder stirb. Aber wo ist jetzt unsere Kontaktperson? Sergeant Reigns. Scharfschützengewehr. Schön euch zu sehen, Delta. Ich zeige euch, was ich sehe. Taktikkarte aktualisiert. Ach so. Okay, dann können wir die jetzt vielleicht wegsnipen. Gut. Das verrät deine Position. Das könnte andere alarmieren. So. Weiter so. Gibt's erstmal einen Schuss in den Nacken? Da ist ein Balken vorne. Okay, wäre jetzt nicht so klug, wenn das Auto da sitzt. Gutes Auge. So. Die kriege ich beide von hier nicht. Jeder Schuss ein Treffer. Ich würde nicht schießen.
Nicht? Oh, da oben ist noch einer. Das verrät deine Position. Okay, die beiden kann ich nicht auf einmal killen. Da muss ich mir dann nochmal was anderes einfallen lassen. Aber so viele sind ja hier nicht mehr. Viel schneller zum Palast kommen, wenn Gladney uns einfach helfen würde. Und warum? Aus Großzügigkeit? Krieg hat einen Preis. Das weißt du, Marshall. Sicher nicht. Skatjagen kommt mit auf meine Rechnung. Erinnere mich dran, dir den Chat mit der Medaille zu schicken. Okay, zwei noch. Und das blöde Auto. Wie kriegen wir den nur kaputt? Okidoki. Oh, da ganz hinten sind auch noch welche. Ein ferngesteuertes Fahrzeug zum Erkunden des Gebiets mit Sprengstoff. Könnten wir damit vielleicht den Dings machen? Okay, ich weiß schon, damit sollen wir ihn wahrscheinlich kriegen. Müssen wir warten, bis er hier lang fährt, dann müssen wir ihn so ein Ding dran klatschen. Egal, was wir im Palast finden, wir kommen zumindest mit etwas Bargeld nach Hause. Wie lange seid ihr drei zusammen? Wenn du sie fragst, zu lange. Okay, er kommt. Aber die Dinge können sich ja noch ändern. Hab ich recht, Kerrys? Hoffentlich sieht er uns nicht. Mehrere Ziele links von dir. So, haben wir den auch. Mehrere Ziele links. Da sind auch noch welche, da oben sind auch welche. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlen muss, wenn man das Spiel gehackt hat.
Das kriegen Sie mit. Nicht abdrücken. Gut so. Oh, die Folge hat schon wieder Überlänge. Ist zu riskant. Aber sie stehen zu zweit. Lass Deltas Ausrüstung nicht ungenutzt. So. Gibt's hier drin noch irgendwas? Money, money, money. Den sollen wir zerstören, ne? Ja, Mann! Eine weniger, noch zwei übrig. Das wird Ihnen gar nicht gefallen. Verschwinden wir. Ich würde die da unten gerne noch kalt machen. Oh, sag bloß. Wir sind hier fertig. Alles klar, Abmarsch. Will noch mal kurz in die Tür hier reingucken. Aha, hier liegt ja immer irgendwo was rum. Okay, Freunde, wir machen hier mal kurz einen Cut. Morgen geht's direkt weiter. Macht Spaß, so ein bisschen Open-World-mäßig. Ja, wir werden sehen, wo es noch weitergeht. Wir werden jetzt hier rüber gehen, denke ich. Hier lang, dann hier hoch, zack, zack. Und dann hier lang. Ja, so ist der Plan. Gut, das alles, vielleicht das alles machen wir morgen. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Lass mir gerne was da, pass auf dich auf. Und wenn du willst, bis morgen. Ciao, ciao.